Wir befinden uns hier in Bohlheim, südlich von Gießen, einem der letzten besiedelten Feldhamster-Lebensräume Hessens. Historisch gab es in Hessen 58 besiedelte Gebiete. Heute sind es leider nur noch 11 Gebiete, in denen der Feldhamster wirklich vorkommt. Der Feldhamster ist vom Aussterben bedroht. Und zwar liegt das einerseits daran, dass sich die Landwirtschaft in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten stark verändert hat. Und andererseits der Feldhamster mit dieser Entwicklung eben nicht Schritt halten konnte. Größtes Problem ist für den Feldhamster, dass die Flächen sich vergrößert haben, auf diesen Flächen nur noch ganz wenige verschiedene Kulturen angebaut werden und diese dann zum gleichen Zeitpunkt im Sommer geerntet werden, sodass der Feldhamster auf dem nackten Acker sitzt und noch sehr lange nach Nahrung suchen muss, die er für seinen Winterschlaf braucht, den er aber allerdings erst im Oktober beginnt. Wenn keine Deckung mehr im Acker vorhanden ist, bedeutet das für den Feldhamster, dass er von seinen Fressfeinden, der Feldhamster ist ein klassisches Beutetier, natürlich viel besser gesehen wird und demnach auch gefressen wird. Gerade für die Weibchen, die noch lange auf der Nahrungssuche sind, bevor sie in den Winterschlaf gehen, und für unerfahrene Jungtiere ist das besonders problematisch. Aktuell werden in den meisten Gebieten mehr Tiere gefressen, als im Jahr nachproduziert werden. Deswegen haben wir in den meisten hessischen Gebieten, in den letzten Gebieten, ebenfalls erhebliche Rückgänge in den letzten Jahren. Eine Ausnahme bildet hier wirklich Langgöns und Bohlheim. Hier konnten wir in den letzten Jahren, was auf ganz intensiven Maßnahmen, Schutzmaßnahmen, Einsatz zurückzuführen ist, die Bestände stabilisieren. Hier sehen wir eine Fallröhre, das ist der Baueingang zum Feldhamsterbau. Und zwar baut der Feldhamster unterirdisch ein Bausystem mit Wohnkammer, Schlafkammer und auch einer Vorratskammer. Denn der Feldhamster ist Winterschläfer, er verbringt bis zu 6 Monate tief, manchmal bis zu 2 Meter tief unter der Erde, verschläft die Zeit überwiegend, er wacht nur zwischendurch kurz auf, um Kot abzusetzen und von seinen Nahrungsvorräten zu fressen. Im Frühjahr werden vom Feldhamster als erstes die Fallröhren geöffnet. Das ist eine senkrechte Röhre, die direkt in den Bau führt. Die werden unterjährig als Fluchtröhren genutzt. Das heißt, wenn der Feldhamster im Acker unterwegs ist und irgendwo Gefahr droht, dann läuft er zu seiner Fallröhre und lässt sich sozusagen senkrecht in den Bau plumpsen. Hier, diese Röhre hat der Feldhamster von innen wieder zugestopft mit Erde. Das hält einmal Wasser ab, andererseits kommen auch keine Feinde in den Bau rein. Also ein Mauswiesel würde hier jetzt schon auch durchpassen. Der Feldhamster, der macht das oft ganz ordentlich, so kreisrund, diese Löcher. Und sie haben ungefähr einen Durchmesser von 6 bis 7 cm. Hat man ein dickes, kapitales Männchen, dann können die Baueingänge schon, die Röhren schon auch bis zu 9 oder 10 cm Durchmesser erreichen. Also hier sehen wir jetzt einen frisch gegrabenen Bau im Gersteacker. Hier sieht man den Hamsterkot direkt vorm Bau auf dem Erdhaufen abgelegt. Warum der Hamster das macht, ist eine gute Frage. Ich schätze mal, dass das auch so ein bisschen zur Reviermarkierung gehört. Genau, also man sieht hier immer noch kreisrund den Baueingang. Was man aber auch sieht, ist, dass hier so eine Rinne entsteht. Die kann manchmal ziemlich lang werden und der Erdaushub noch viel weiter hinten liegen. Und zwar entsteht das, weil der Feldhamster die Erde vorne mit dem Vorderpfoten und dem Mund abgräbt, dann unter dem Bauch durchschiebt und mit den Hinterfüßen weiterschiebt. Und dann entsteht sozusagen, so breit wie der Hamster ist, hier so eine Rinne. Genau, jetzt können wir mal gucken, wie weit wir da reinkommen. Hier das von der Seite ist natürlich schwieriger. Ja, also so 60 cm, dann geht es wahrscheinlich um die Ecke, 70 cm. Genau, und es ist auch ein ganz schöner Oschi. Also es ist ein ziemlich großes Tier offensichtlich, weil der Durchmesser vom Bau auch recht groß ist und tatsächlich auch der Kot sehr groß ist.